Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Andacht 4.1. Ich bin Patrick Ananta Sutato Kali Child und ich möchte heute sprechen über etwas, was man häufig im Christentum vorfindet. Man findet das in anderen Religionen nicht so vor, wie man das im Christentum häufig hört. In verschiedenen Denominationen, sei es jetzt evangelisch, katholisch vielleicht weniger, aber auch bei Evangelikalen, bei freikirchlichen Gemeinden hört man das. Und zwar handelt es sich um die sogenannte Heilsgewissheit. Ich habe jetzt heute in einem Heft vom Missionswerk Werner Heutelbach ein bisschen gelesen. Und da geht es darum, was nach dem Tod passiert und wie man zu Gott kommen kann, wie man sicher sein könnte, dass man dann nach dem Tod nicht verloren ginge, sondern dass man dann in den Himmel kommen würde und wie man sich dessen gewiss sein könnte. Und da wird dann halt gesagt, dass man einfach diese Gewissheit auch haben könne, wenn man denn einfach nur an Jesus Christus glauben würde. Dabei beziehen sich diese Leute, die solche Schriften verfassen, natürlich auf die Bibel. Und da stehen tatsächlich auch solche Aussagen drin, die sagen, dass wer an Jesus Christus glaubt, dann auch gerettet ist. Und dass jemand, der an Jesus Christus glaubt, dann auch in den Himmel kommt. Also da gibt es ja im Römerbrief so eine Aussage, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus ist. Und darauf beziehen sich diese Leute. Also sie reden von einer Heilsgewissheit, dass man, weil man an Jesus Christus glaubt oder weil man zum Beispiel mal zu Jesus gebetet hat, oder dass man dann in den Himmel kommen würde, wenn man doch dann sozusagen Jesus in sein Herz eingeladen hätte oder sowas. In der evangelischen Kirche ist es sogar noch, noch optimistischer. Da wird ja häufig, so wie ich das in den Gottesdiensten so höre, also zum Beispiel in der Niedererlenbacher Kirche in Frankfurt am Main, da wird häufig darüber gepredigt, dass Gott alle Menschen von Anfang an geliebt habe, dass sie alle sozusagen bedingungslos von Gott geliebt seien und dass Menschen sozusagen sich keine Sorgen machen müssten, was nach dem Tod passieren würde. Das impliziert das ja, dass jeder dann, weil Gott ja jeden Menschen bedingungslos lieben würde, dass dann jeder Mensch nach dem Tod in den Himmel zu Gott kommen würde, in die himmlische Herrlichkeit bei Gott, und dass sich da auch keiner Sorgen machen bräuchte, weil ja alle von Gott geliebt seien. Jetzt will ich hier aus der Bibel mal vorlesen, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 9 bis 11. Da steht, da sagt Jesus Christus: So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Wir sehen hier, dass Jesus Christus hier lehrt, dass er seine Kirche liebt. Ja, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Ja, er hat uns seine Liebe ja besonders oder im Höchsten dadurch erwiesen, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Das sagt er zwar hier vor der Kreuzigung, aber das ist ja das, was er uns auch erweist an Liebe in höchster Art und Weise, nämlich den Kreuzestod zur Vergebung unserer Sünden.
ermahnt, aber hier auch bleibt in dieser Liebe. Das heißt, man bleibt nicht automatisch in der Liebe Gottes, sondern er sagt, man soll aktiv in dieser Liebe bleiben. Das heißt, man bleibt nicht in der Liebe Gottes, einfach weil Jesus uns bedingungslos lieben würde, also ohne Bedingungen, sondern die Bedingung kommt hier. Und die kommt hier in Vers 10 im Kapitel 15 im Johannesevangelium: Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Also Jesus Christus gibt uns sein eigenes Beispiel, dass er in der Liebe des Vaters bleibt, der allmächtige Gott ist nach der Bibel. Also keine Dreieinigkeit, sondern der Vater ist der Gott und Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und er bleibt in der Liebe des allmächtigen Gottes, des Vaters, weil er die Gebote seines Vaters befolgt hat und weil er sie befolgt. Und so fordert er auch uns dazu auf, seine Gebote zu befolgen, damit wir in seiner Liebe bleiben. Das ist eine Bedingung. Das ist also keine bedingungslose Liebe, dass wir einfach alle geliebt wären von Gott und von Jesus Christus, sondern wir sollen in der Liebe von Jesus Christus bleiben durch das Befolgen seiner Gebote. Und dann bleiben wir in seiner Liebe, so wie Jesus Christus selbst auch in der Liebe seines Vaters bleibt, weil er seine Gebote befolgt. Und jetzt kommt die Verheißung, die darauf steht in Vers 11: Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Das heißt, die Verheißung, die darauf steht von Jesus Christus, auf das Befolgen seiner Gebote und in seiner Liebe dadurch zu bleiben, ist, dass wir mit seiner Freude erfüllt sind und dann an unserer Freude nichts mehr fehlt. Das heißt, es ist freudvoll, die Gebote von Jesus Christus zu befolgen und in seiner Liebe zu bleiben. Es ist keine Last, es ist nicht schwer, es ist nichts Leidvolles, es ist nichts Beschwerliches, es ist nichts Schweres, sondern es soll uns Freude bringen und es bringt uns dann auch Freude nach der Verheißung in der Bibel in Johannes 15, Vers 11. Also wir können hier sehen, dass das abweicht von dieser vollmundigen Proklamation von Heilsgewissheit, dass man einfach nur an den Namen von Jesus Christus glaubt. Ich meine, sowas sieht man, sowas findet man tatsächlich auch irgendwo in der Bibel, aber man muss verstehen, warum das da steht und was das überhaupt bedeutet, an Jesus Christus zu glauben und an seinen Namen zu glauben. Denn es gibt ja viele Menschen, also die an Jesus Christus glauben. Jesus spricht aber davon, dass seine Herde klein ist und es ist wenige sind, die den Weg finden, der zum Leben führt, und viele auf dem breiten Weg einhergehen in die Verdammnis, von der man in der evangelischen Kirche zum Beispiel nichts wissen will oder nicht davon sprechen will, dass es sowas gibt, obwohl Jesus Christus das in der Bibel lehrt. Und obwohl das an vielen Stellen in der ganzen Bibel auch geschrieben steht und davor gewarnt wird, dass es auch eine ewige Hölle gibt. In der evangelischen Kirche will man davon nichts wissen. Also habe ich das Gefühl, da wird darüber gepredigt, dass da alle irgendwie in den Himmel kämen und so. Und also da wird auch die Bedeutung des Kreuzes von Jesus Christus einfach heruntergespielt und gemindert. Denn wenn Gott alle Menschen sozusagen von Anfang an bedingungslos geliebt hätte und alle Menschen in den Himmel bringt, dann hätte Jesus Christus ja gar nicht für die Sünden der Welt sterben müssen. Und das wäre ja dann sinnlos gewesen, wenn Gott sowieso allen Menschen ihre Sünden vergibt, ohne das Kreuzesopfer von Jesus Christus und ohne die Buße, die Umkehr, die Jesus Christus lehrt, also die Abkehr von den Sünden und die Hinkehr zum Glauben an Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Wir sollen also in der Liebe von Jesus Christus bleiben, wie er in der Liebe Gottes seines Vaters bleibt. Und das tun wir, indem wir seine Gebote befolgen. Also die Bedingung, in seiner Liebe zu bleiben, ist, dass wir seine Gebote befolgen. Nur dann können wir
hoffen oder auch wissen, wenn wir das tun, dass wir bei Jesus Christus einmal sein werden und in den Himmel eingehen werden. Aber diese falsche Heilsgewissheit, die da häufig erwähnt wird, dass man denn nur an Jesus Christus einfach irgendwie glauben müsste und dann sei man ewig gerettet, egal ob ein Mensch jetzt ein erneuertes Leben führt oder nicht, ob ein Mensch jetzt gute Werke tut oder nicht, ob ein Mensch gute Früchte bringt oder nicht, das ist falsch. Im Islam zum Beispiel finden wir eine solche vollmundig propagierte Heilsgewissheit nicht. Da wird gesagt, dass Allah entscheidet und beurteilt, ob ein Mensch verdient, in das Paradies einzugehen oder ob er das nicht verdient. Letzten Endes ist es kein Verdienst, das man durch Werke erarbeiten kann, denn es ist ja Gnade und Vergebung von Gott, die einen dazu überhaupt erst befähigen. Aber das bedeutet nicht, dass ein Mensch, der zu Gott gebetet hat um Gnade und um Vergebung und dann weiterhin ein ungerechtes, schlechtes und unwahrhaftiges und unmitfühlendes Leben lebt in Ungerechtigkeit, dass ein solcher Mensch dann darauf hoffen könnte oder eine Gewissheit haben könnte, dass er dann letzten Endes bei Gott im Himmel ankommen würde oder ins Paradies Gottes eingehen würde. Das verneint der Islam und das verneint eigentlich auch die Bibel, das verneint auch das Christentum. Nur wird im Christentum heutzutage so eine Heilsgewissheit verkündet, dass keiner sich da Sorgen machen müsste, wie in der evangelischen Kirche das so gepredigt wird von vielen Pfarrern, also oder Pfarrerinnen oder auch von evangelikalen Gemeinden, die glauben, dass nur weil sie da irgendwie ein Übergabegebet oder so ein Übergabegebet gebetet haben oder Jesus in ihr Herz eingeladen haben, irgendwann mal im Gebet, dass sie dann die ewige Hoffnung auf oder die Hoffnung auf die Ewigkeit im Himmel sozusagen gebucht hätten, aber und dass sie da sozusagen völlige Heilsgewissheit haben könnten, dass sie wissen könnten, dass sie in den Himmel kommen, die wissen das nicht. Denn jemand, der die Gebote von Jesus Christus gar nicht befolgt, der kann diese Gewissheit überhaupt nicht haben. Ja, das heißt, ungerechte Menschen haben keine Gewissheit darauf, dass sie in den Himmel eingehen werden zu Gott. Und das sagt hier, oder das sagen diese Verse in Johannes 15, 9 bis 11 ganz klar aus. Und dass man da keine falsche Hoffnung hegen sollte, wenn man gar nicht bereit ist, Jesus wirklich nachzufolgen und seine Gebote zu halten und von den Sünden abzulassen, dann kann, also wenn man das nicht tut, dann kann man keine Hoffnung darauf haben, dass man auch gerettet wäre. Und dann beziehen sich diese Aussagen, dass man nicht aus der Liebe Gottes herausfallen könnte oder dass Gott einen nicht aufhören würde zu lieben und sowas. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein und sowas. Das bezieht sich nur auf solche, die auch in der Liebe Gottes und in der Liebe von Jesus Christus bleiben, aber nicht auf solche, die nicht in der Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes Jesus Christus bleiben. Solche, die die Gebote von Jesus Christus missachten, geringschätzen und nicht an die Worte glauben, die Jesus Christus gelehrt hat, um uns auf den rechten Weg seiner Liebe zu führen, die er uns vorgelebt hat und von der er auch erwartet, dass wir auch in dieser Liebe leben, indem wir seine Gebote auch wirklich befolgen. Also nicht nur mit Lippen irgendwie bekennen, dass wir zu Jesus gehören und nicht nur mit Lippen über Liebe sprechen, sondern dass man auch aktiv und tätig liebt und Liebe auch lebt. In Werken sich das auch äußert, in Worten, in Gedanken. Wer das nicht tut, der hat keine Hoffnung auf den Himmel. Und die Bibel macht solchen Menschen auch keine Hoffnung auf den Himmel. Da mögen jetzt Leute sagen, ja, aber alle sündigen doch und keiner ist doch besser und so weiter und so, wir brauchen doch alle die Gnade. Ja, aber Gnade ist kein Freibrief zur Sünde und Sünde zu lassen ist auch nicht schwer.
Also in der Bibel steht, die Gebote Gottes zu halten ist nicht schwer. Also ist es nichts Schweres, die Gebote Gottes zu halten und aufzuhören zu sündigen. Ja, es ist nicht schwer, nicht mehr zu lügen. Es ist nicht schwer, Gutes zu tun und den Bedürftigen zu helfen. Das ist nicht schwer. Es ist einfach eine Entscheidung, die man trifft, für die Gebote von Jesus Christus zur Ehre Gottes, dass man diese hält und sie nicht missachtet. Es ist nicht schwer. Also es ist nicht so, dass wir das nicht könnten. Wir können das schon. Und besonders auch, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, indem wir darum gebeten haben beim Vater, dann können wir das mit Sicherheit. Ja? Aber solche, die das nicht tun, also die diese Gebote nicht befolgen, die haben keine Hoffnung auf den Himmel, selbst wenn sie mit dem Munde bekennen, irgendwie, dass sie an Jesus Christus glauben, aber solche kennen ihn nicht. Und im 1. Johannesbrief wird da sogar gesagt, dass solche Lügner sind, die sagen, dass sie ihn kennen würden, aber nicht so wandeln und nicht so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Also solche sind Lügner und solche Lügner kommen nicht in den Himmel. Das heißt, es ist auch sehr schlecht, es ist sogar böse, Menschen Hoffnung zu machen, eine Gewissheit haben zu können, eine Gewissheit zu haben, dass sie in den Himmel kommen würden, wenn sie diesen gar nicht verdienen nach ihren Werken, ja, die sie in der Gnade Gottes tun sollten, ja, aber nicht tun. Solchen Menschen dann einfach zu sagen, sie kommen sowieso in den Himmel, ist ja ihnen eine falsche Hoffnung zu geben und etwas zu sagen, was auch nicht dem Wort Gottes der Bibel entspricht und auch dem Koran übrigens nicht entspricht, denn Gott ist ein gerechter Gott und er ist weiterhin ein gerechter Gott, auch wenn Jesus Christus für unsere Sünden, zur Vergebung unserer Sünden gestorben ist, dann bleibt ja Gottes Gerechtigkeit weiterhin bestehen. Es ist ja nicht so, dass der Maßstab jetzt geringer geworden ist und so, dass weil Jesus Christus gestorben wäre für unsere Sünden, dass jetzt da jeder einfach so leben könnte, wie er will oder wie sie will und dann einfach hoffen kann, ewig bei Gott irgendwann zu sein. Das ist nicht so. Also wie das auch in diesen Heften da steht und so, wenn sie einfach nur an Jesus Christus glauben und so, dann haben sie Heilsgewissheit, dass sie dann in den Himmel kommen und sowas und dann werden sie niemals von Gott getrennt. Nee, ob wir in der Gemeinschaft mit Gott leben oder ob wir das nicht tun, das hängt davon ab, ob wir die Gebote, die Jesus Christus uns gelehrt hat, halten oder ob wir sie nicht halten. Das geht auch an solche Menschen wie Heinrich Bedford Strom, der da auch solche Sachen sagt, wie dass es ihm nicht darum ginge, irgendwie zum Beispiel Missionen zu machen, um Menschen zu Christen zu machen oder zum Christentum zu bringen oder zum Glauben an Jesus Christus, sodass sie dann auch Christen würden. Der meint, also es würde einfach reichen, einfach Liebe vorzuleben und dann könnte man hoffen, irgendwie, dass Leute dann auch sich davon anstecken lassen würden, um dann auch vielleicht Christen zu werden, was dann schön wäre. Nur der Missionsbefehl von Jesus Christus ist ein ganz anderer, nämlich der, das Evangelium in der Welt zu verkünden, die Buße zu verkünden, seine Gebote zu lehren, was er uns befohlen hat zu halten, auch anderen das zu lehren, damit sie sich auch daran halten, damit sie dann qualifiziert sind durch den Glauben und durch das Befolgen der Worte von Jesus Christus im Glauben, dann auch einmal bei Gott im Himmel anzukommen. Menschen das vorzuenthalten und ihnen das Evangelium nicht zu verkünden, also die Worte vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, zur Rechtfertigung bei Gott, der Gnade Gottes und sie nicht zu lehren, was Jesus Christus uns befohlen hat, zu halten, das ist lieblos, denn Menschen, die das nicht befolgen, können nicht in den Himmel eingehen, sondern die Bibel sagt uns, dass solche Menschen, die nicht gerecht sind, in den Augen Gottes durch Jesus Christus, in Jesus Christus, durch Befolgen der Gebote, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Solche, die das nicht tun, die nicht gerecht sind, solche werden für ewig in die Hölle verdammt werden. Auch wenn die evangelische Kirche das nicht wahrhaben will, aber die evangelische Kirche will leider nicht das wahrhaben, was Jesus Christus selber gelehrt hat und was wir in der Bibel lesen. Das ist keine Auslegungssache, das sind klare Worte
an denen es nichts rumzudeuteln gibt. Das sind Worte, die hier ganz klar in der Bibel stehen, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Und wir lesen auch von der Hölle für Ungerechte, für Lügner, Ungerechte und solche, die ein schlechtes Leben, ein fruchtloses Leben geführt haben, lesen wir auch im Buddhismus und im Islam und im Hinduismus davon, dass solche in die Höllen eingehen werden. Da gibt es auch die Lehre davon, dass es im Jenseits dann nach dem Tod ein höllisches Weiterexistieren gibt. Aber solche, die gerecht gelebt haben, die gute Früchte gebracht haben, die ein gutes Leben gelebt haben, im Glauben, die Glauben gehabt haben, die gute Früchte gebracht haben, solche werden in den Himmel eingehen. Es ist aber keine Garantie, einfach nur eine Glaubensaussage zu bekennen oder eine Glaubensaussage oder ein Glaubensbekenntnis einfach aufzusagen oder zu beten und das mit den Lippen zu bekennen und dann zu glauben, dass man ganz gewiss in den Himmel käme. Das ist nicht so. Das verneint die Bibel und das verneinen auch alle anderen Religionen. Also die großen Weltreligionen verneinen das. So, das wollte ich heute sagen, darüber wollte ich heute sprechen. Ich freue mich, dass ihr oder sie zugehört habt oder haben und dass sie oder ihr das Wort Gottes hören wollt und dass sie das hören. Und ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit, Glück, Freude und den Segen und Frieden des Herrn Zebaoth, des allmächtigen Gottes, der in der Bibel gelehrt wird. Und ich ehre den himmlischen Vater, Gott, den Allmächtigen aus der Bibel und Jesus Christus, seinen Sohn und den Heiligen Geist. Amen.